Licht schafft Klarheit und liefert Antworten. Eine Methode, die mehr Licht in medizinische Fragestellungen bringen kann, ist die Nah-Infrarotspektroskopie. Wie sie funktioniert und was sie für die Medizin und Medizintechnik leisten kann, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Wilhelm Bloch hier an der Deutschen Sporthochschule Köln. Herr Professor Bloch, was genau ist die Nahinfrarotspektroskopie? Nahinfrarotspektroskopie ist eine Messmethode, die darauf basiert, dass man Licht ähm, von längerer Wellenlänge durch Gewebe durchschickt und ähm, dabei hofft, dass ein Teil des Lichtes absorbiert wird im Gewebe und ein Teil des Lichtes ähm, aus dem Gewebe wieder austritt. Und die Besonderheit bei der Nahinfrarotspektroskopie ist, dass die Wellenlängen des Lichtes die Absorbiert werden von dem Sauerstoffgesättigten und dem Nicht-Sauerstoffgesättigten roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, ähm, unterschiedlich sind. Welche Art von Lichtquelle wird dabei verwendet? Jede Lichtquelle hat ja ein sehr ein bestimmtes Wellenspektrum und ähm, dann nutzen Lampen, die letztendlich Licht längerer Wellenlänge vor allem äh, aussenden. Die halt so im Bereich liegen 680 bis 720 Nanometer. Das ist so der optimale Bereich für die Durchstrahlung des Gewebes. Kann man sich im Prinzip klar machen, wenn man eine Rotlichtlampe hat und die mal zum Beispiel auf die Hand hält und auf der anderen Seite dann sieht, dass da Licht rauskommt. Das ist genau so Licht dieser Wellenlänge und ähm, da kommt dann der Teil auch raus, der nicht absorbiert worden ist. Erklären Sie uns doch bitte kurz, für welche Art von Analysen kann man das benutzen? Grundsätzlich kann ich eigentlich jedes Gewebe, was ich von, von außen ähm, greifen kann, im Prinzip auf seine Sauerstoffsättigung und auf seinen Sauerstoffgehalt messen. Wir nutzen es vor allem für die Muskulatur und ein bisschen für die Haut, aber im Sport bei uns ist es vor allem interessant für die Muskulatur. Wir können damit messen, zumindest die oberflächlichen Muskelschichten, hinsichtlich ähm, ihres Sauerstoffgehaltes. Das heißt, man sieht es relativ gut. Ob ein Gewebe sehr gut durchblutet ist, sehr viel Sauerstoff enthält. Und gleichzeitig kann man unter Belastung dann auch sehen, ob wie viel Sauerstoff unter Belastung verbraucht wird. Damit kann ich auch eine Effizienz prüfen, wie viel Sauerstoff im Prinzip bei einer ganz definierten Belastung bei einem Sportler verbraucht wird. Und Schlüsse auf Leistungsfähigkeit nehmen. Welche Vorteile bietet die Nah-Infrarot-Spektroskopie gegenüber anderen Verfahren? Nahinfrarot-Spektroskopie hat halt einfach auch den, den Vorteil, dass es eine nicht invasive Methode ist. Das heißt, wir müssen den Patienten oder den Probanden nicht pieksen, den Sportlern nicht pieksen. Wir müssen kein Blut nehmen, sonst müsste man für die Sauerstoffmessung im Prinzip dann schon Blut entnehmen und messen. Das wäre ein invasiver Eingriff, das kann man nicht permanent machen. Hier bei der einfach spektroskopie relativ einfach. Es werden Sensoren auf die Haut geklebt, es tut nicht weh. Man kann es permanent machen, man kann es unter Belastung machen. Also das heißt, man kann zum Beispiel jemanden auf dem Fahrradergometer setzen und ihn ähm, dann messen und dann im Prinzip auch dynamische ähm, Messungen der, der Durchblutung und der Sauerstoffsättigung äh, durchführen. Es gibt aber noch andere Anwendungen, wo es auch ähm, hier bei uns auch gemacht wird, ähm, am Kopf. Im Kopf können wir jetzt so einfach messen, wie viel Durchblutung wir im Gehirn haben und wie gut die Sauerstoffsättigung im Gehirn ist. Und zumindest die oberflächlichen Schichten des Gehirns kann man mit einer einfachen ähm, jetzt auch messen. Also man könnte mir jetzt im Prinzip so Sensoren anlegen und könnte dann messen, welche Hirnareale das gerade uns der Oberfläche des Gehirns gerade am Arbeiten sind, wenn ich ihnen das jetzt erzähle. Und man würde sehen, dass die Hirnareale etwas stärker durchblutet sind, weil sie mehr arbeiten müssen. Und sie gleichzeitig auch mehr Sauerstoffe brauchen, weil sie auch mehr arbeiten müssen. Wo sehen Sie zukünftige Anwendungen in der Medizin? Aufgrund der ähm, feiner werdenden Sensortechnik und auch der Miniaturisierung der Sensortechnik ist es mittlerweile auch so etwas, was man. Im, im Feld halt auch mehr einsetzen kann. Das heißt, man kann auch äh, zum Beispiel Überwachung machen. Das heißt, sie haben einen kleinen Sensor am Körper, das ist wie so ein Armband oder wie eine kleine Manschette im um Körper und äh, am Bein oder an, am Arm und der misst, misst ihnen permanent im Prinzip die Sauerstoffsättigung. Und dann kann man im Prinzip dann halt sagen, ob ein Patient bei bestimmten Belastungen in den kritischen Bereich kommt, ob das irgendwann abfällt. Ähm, und das sind halt neue Möglichkeiten die wir dadurch haben, auch in der Diagnostik, in der Überwachung. Vielen Dank für das Gespräch. Das klang schon sehr interessant. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Forschung.